So, ich habe Ihnen ja versprochen, dass ich Ihnen verrate, was diese Professoren, diese über 20 Professoren sagen. Ich versuche es mal auf den schnellsten Weg, am Beispiel der Gesundheitsreform, den Grundgedanken dieser Reformen zu verdeutlichen. Stellen Sie sich vor, da drüben wäre jetzt meine Hausarztpraxis. Und mein Hausarzt, der würde erst einmal total entlastet werden von all dem Papierkram, der im Moment ihm 50% seiner Arbeitszeit blockiert, ja, von dieser Dokumentationspflicht und all diesen Abrechnungspflicht und so weiter. Das fällt alles weg. Und er kriegt quasi, die Professoren zeigen in den Fernsehsendern kostenlos, wie moderne Präventivmedizin geht. Und er bringt dann den Leuten in spaßmachenden Gesundheitskursen, Ernährungskursen, Sportkursen, eigenen Sportverein, Gesundheitssportverein, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten. Er versucht, so eine Art Gesundheitsclub rund um seine Praxis aufzubauen. Und wenn er mir dann hilft, dass ich seltener krank werde, zum Beispiel für jeden gesunden Monat, den ich habe, kriegt er pauschal eine recht hohe Ausschüttung von der Krankenversicherung für das Erzielen von Gesundheit und das Fördern von Gesundheit. Ja? Also Sie merken, der Grundgedanke ist der, nicht einfach nur zu hoffen, dass die Gesellschaft was Gutes tut, sondern das Gute zu messen und an dem gemessenen guten Endergebnis die Gewinne auszuschütten. Völlig neu für die Gesellschaft, weil bis jetzt lassen wir einfach alles laufen und hoffen, dass die Konzerne nichts gegen uns tun. Das ist aber eine naive Hoffnung, die nicht wissenschaftlich gestützt ist. Also wissenschaftlich gestützt ist nur die Grundannahme, ein Konzern, der eine Gewinnmöglichkeit hat, zum Beispiel durch den Raubbau an der Erde und durch das Plündern der Ressourcen, der muss es auch tun, weil unsere Wettbewerbszwänge ihn dazu zwingen. Wenn aber sein Gewinn davon abhängt, dass es uns besser geht, also und zwar messbar besser geht, wir seltener krank werden, bessere Wohlfühlnoten in Zukunft abgeben bei jeder Wahl mit zum Beispiel, dann ist es also ein Belohnungsprinzip, den bösartigen Kapitalismus sozusagen zu zähmen und zu bändigen und Wirtschaft nur noch zuzulassen, wenn sie unsere Lebensqualität messbar gesteigert hat, und zwar messbar und bewiesenermaßen. Jetzt haben Sie zum ersten Mal diesen Grundansatz gehört. Was so erstmal nur den ersten Eindruck? Was gefällt Ihnen daran nicht? Was gefällt Ihnen daran? Ja, also erstmal denke ich mir jetzt, also Sie hatten ja jetzt das Beispiel mit dem Arzt genannt, der quasi dafür zuständig ist, von seinen Patienten die Gesundheit zu fördern Zu erhalten. und zu erhalten und dadurch dann belohnt wird natürlich. Das heißt, der wird dadurch belohnt, wenn er hilft und nicht wenn oder profitiert dann nicht von Krankheit, sozusagen. Ja, er profitiert, also quasi für die einzelne Medikamentenverschreibung kriegt er in Zukunft gar nichts mehr, sondern dafür, dass, wenn er 1.000 Leute betreut oder 2.000 Leute oder 3.000 Leute betreut, egal, wir wissen es ja nicht, wie viele Leute dann sich so einen Hausarzt dann auch auswählen, weil das sich vielleicht rumspricht, dass er sehr gesundheitsförderlich wirkt, ja. Und wenn dann so 2.000 Leute um ihn rum sind, dann hat die Krankenversicherung in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, das wir zu der sichersten wissenschaftlichen Instanz in Deutschland machen müssen, also auch einer geschützten, gegen Dateneingriffe und so weiter, hundertprozentig geschützten Instanz machen müssen. Das heißt, in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden rechnet das aus, aha, der Herr mit seinen Vorerkrankungen, der würde eigentlich normalerweise im Jahr so und so viel Kosten verursachen in seinem Alter und so weiter. Aber wenn der Hausarzt es schafft, dass ich durch seine Präventivkurse weniger Kosten verursache, dann kriegt er eben sein Honorar berechnet. Und ganz unabhängig davon, was er tut, sondern einfach nur, wenn ich mich gesünder entwickle, ist ja alles gut gelaufen. Ja? Und er versucht natürlich mit seinen spaßmachenden Kursen, der wird. Wenn ich an so einem Kurs teilnehme, er wird mich dann freiwillig auf Vitamin B12-Mangel untersuchen, was im Moment kein Arzt macht, ja, oder freiwillig auf Vitamin D3-Mangel untersuchen, ja, weil er sagt, wenn der krank wird durch einen Vitamin D3-Mangel ist, blute ich als Arzt, nicht er, ja. Also werde ich doch präventiv das untersuchen in Zukunft, ja. Das ist der Grundgedanke. Ja, also der Grundgedanke ist schon gut, finde ich jetzt erstmal, aber natürlich, geht damit einher beispielsweise, dass Ärzte verstecken könnten, dass beim Patienten irgendwas nicht richtig ist. Also
Ich meine, der Arzt hätte dann ja Nutzen davon, quasi zu sagen, nee, der ist gesund. Ja, aber das würde ihm gar nichts nützen, weil die Gesundheit wird unabhängig vom Arzt gemessen. Also quasi, es ist quasi so, stellen Sie sich vor, der Arzt würde jetzt zu wenig machen und ich würde sterben, ja? Weil er zu wenig macht. Dann würde er dafür einen unheimlich schlechten Wert bekommen, denn der Altersmaßstab, die Professoren sagen, also Professor Völper, ich weiß nicht, ob Sie den Altersforscher kennen, der sagt, wir haben einen Genbestand für etwa 127 Jahre. Ja? Für 127 ist eigentlich unser normales, natürliches Sterbealter, ja? So ungefähr in dem Bereich, ja. Und wenn ich jetzt vor dem 127. sterbe, kriegt er für jedes Jahr, dass ich zu früh sterbe, kriegt der Arzt ja dauerhaft Abzüge sozusagen, ja? Also Minuspunkte und so weiter. Das heißt also, er würde auf jeden Fall immer so viel tun, wie nötig ist und nie zu wenig tun. Und wenn er behaupten würde, wem gegenüber sollte er das behaupten? Die Krankenkasse hört ihm ja nicht zu, wenn er behauptet, ich sei gesund, sondern die Krankenkasse misst meinen Gesundheitszustand. Denn wenn ich zum Beispiel mit dem Hausarzt nicht zufrieden bin, weil er einfach zu wenig tut oder wirklich auch in seinen Kursen sich zu wenig anstrengt, gehe ich einfach zu irgendeinem anderen Arzt. Und die Kosten, die dort bei diesem anderen Arzt entstehen, werden wieder minusmäßig angerechnet meinem Hausarzt. Ja? Und dadurch wird er immer das ideale Maß finden, nicht zu viel zu tun, aber auch nicht zu wenig zu tun und so weiter. Hausbesuche dann zu machen, wenn sie sinnvoll sind, aber nicht, ja, und so weiter. Das heißt also, er wird das alles austarieren zu meinem Guten. Und jetzt letztes Argument, die Wohlfühlnote wird ja vom Bundeswahlleiter erhoben und auf diese Wohlfühlnote hat er ja keinen Einfluss. Also wenn ich sage, ich fühle mich 6- statt 1 plus, ja, oder 3 minus oder 4. Ja, wir fangen alle mit 3 bis 4 an und haben dann Spiel bis 6 minus und bis 1 plus. So wie ich mich fühle, das wird dann meine wichtigste Wahläußerung, die ich sage. Denn wenn ich sage, ich fühle mich in dieser Gesellschaft beschissen, also 6 minus, dann hat das auf alle Konzerne, die mich betreuen, negative Auswirkungen. Ihr Gewinn wird reduziert. Wenn ich aber überall sage, also wenn ich generell sage, ich fühle mich in dieser Gesellschaft 1 plus, dann werden die Firmen, die mich betreuen, das eher als Pluspunkte und als Gewinnausschüttungsförderung bekommen. Leuchtet das so jetzt ein besser? Ja, ja. Aber also Sie hatten, geht es jetzt erstmal nur um die Gesundheitsreform, weil Sie hatten das jetzt so dargestellt, als ging es um jeglichen Wirtschaftszweig. Und da wollte ich dann fragen, wie das zu bewerkstelligen ist. Also beispielsweise, ich bin jetzt ein Produzent von, sage ich jetzt mal, Fahrradketten oder so. Dann, das würde dann so funktionieren, dass wir sprechen von sogenannten Wellnessverbünden. Ja? Nach und nach wird es sich so rausbilden, dass jede Krankenversicherung auch mit den Lebensmittelhändlern Partnerschaften eingeht. Es kann aber auch so sein, dass zum Beispiel Wellnesskonzerne sich bilden, wo zum Beispiel die Fahrradlieferanten mit drin sind. Ja? Und dann wird so eine Art Marktwettbewerb entstehen, dass die eine Krankenversicherung wird sich mit dem Fahrradhersteller A zusammentun, die zweite Krankenversicherung mit dem Hersteller B zusammentun. Da wird so ein Wettbewerb geschehen, wer wird mit wem Partner. Und dieser Ketten, der Fahrradkettenhersteller, ja, der ist ja ein Zulieferer von dem Fahrradhersteller. Und es wird quasi geguckt, ich mache jetzt nur mal ein praktisches Beispiel. Sie wissen, dass es zurzeit viele Fahrradunfälle auch mit tödlichem Ausgang gibt, ja. Und dann wird es automatisch so sein, dass der Fahrradhersteller, der also sozusagen den Versicherten eines bestimmten Wellness-Tarifes Fahrradmobilität in einer höheren Sicherheitsstufe zum Beispiel anbietet, auf Fahrräder so konstruiert, dass sie einen besseren Schutz bieten bei Unfällen. Ja, zum Beispiel, jetzt weiß ich noch nicht, wo die Technik hingeht. Ne? Vielleicht wird es da auch mal irgendwann eine Technik geben, wie wir da besser, wie so ein Fahrrad weniger unfallgefährdend wird. Ja? Vielleicht muss das Ganze ein bisschen nach hinten verlagern. Werden vorne noch so eine Art Knautschzone. Ich weiß es nicht, ich habe keine Idee. Das muss der Wettbewerb entscheiden, ja, der Marktwettbewerb entscheiden. Aber der Fahrradhersteller quasi, der dann zusammen mit seinem Wellnesskonzern die besten Gesundheits- und wenigsten Verletzungswerte und Unfalltotenwerte am Ende hat, ja, der wird ja belohnt sein. Und das heißt, der wird dann auch Druck und wird kontrollieren, dass der Hersteller der Ketten, dass diese Ketten zuverlässig sind und wird dort einen markt- und wettbewerblichen Druck auf die Zulieferer der Ketten ausüben.
und schon sind sie mit eingebunden. Ja, verstehen Sie, dass dann auch der Kettenhersteller sich immer fragen wird, sind meine Ketten sicher? Sind sie, verursachen sie eventuell Unfälle, weil sie im plötzlichen Moment reißen können oder so? Ja, liefere ich wirklich optimale Qualität, damit die Gesundheit der Menschen nicht beeinträchtigt wird durch minderwertige Ware? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass manche Fahrräder aus Qualitätsmängeln gebrochen sind und dadurch schwerste Unfälle zustande kamen. Das würde alles wegfallen. Verstehen Sie, das strahlt dann auf die gesamte Gesellschaft aus. Ich will jetzt nicht das gesamte Bild einer gesamten transformierten Gesellschaft sparen, aber die Professoren würden immer einen Weg finden, dass am Ende auch der Fahrradkettenhersteller das Gefühl hat, ich bin verantwortlich für die Gesundheit meiner Kunden und das Wohlbefinden meiner Kunden und dafür mache ich das Bestmögliche. Sonst bin ich raus aus dem Geschäft. Befriedigt Sie die Aussage schon ein bisschen? Ja, also ich in gewisser Weise ja, aber auf der anderen Seite ist auch Sicherheit meiner Meinung nach nicht immer das Allerwichtigste. Gehen wir jetzt weiter vom Fahrradkettenbeispiel, vielleicht will ich jetzt in der Tour de France mitfahren und will eine besonders leichte Kette haben, die besonders mit der ich besonders schnell fahren kann oder was auch immer. Was dann aber nicht. Eventuell, das ist nicht die sicherste, genau. Aber solche Hersteller aber ja im Wettbewerb verlieren und dadurch wäre dann einfach nur das Wichtigste, was am sichersten ist. Jetzt die Tour de France. Also einerseits könnte man jetzt natürlich den Markt so gestalten, dass also ein Zulieferer für Hochleistungsfahrräder natürlich dann wieder andere Kriterien hat, weil ja der Fahrradverkäufer an den Zulieferer dann wieder andere Anforderungen stellt. Das wäre kein Problem. Aber auf der anderen Seite darf ich natürlich anregen, dass wir darüber nachdenken, warum lassen wir eigentlich so gefährliche und so dopingnahe Sportarten, also warum fördern wir die so stark? Also ich mache mal ein Beispiel. Die Professoren haben auch einige Gesundheitsvolkssportarten entwickelt und erforscht und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass zum Beispiel Tanzen, gemeinschaftliches Tanzen extrem gesund ist und auch extrem den Sozialkontakt fördert. Oder zum Beispiel, die haben so eine Sportart entwickelt, Gesundheitstischtennis, Einsatz mit der linken Hand, Einsatz mit der rechten Hand und so weiter. Also Sportarten, die als Volkssportarten verletzungsarm sind, gesundheitsförderlich. Fahrradfahren, da ist letztens einer gestorben beim schweren Unfall, ja, gerade wieder. Und beim Fahrradfahren ist es so, dass sie eigentlich nur mithalten können, wenn sie dopen. Das haben viele Fahrradfahrer ja auch schon zugegeben. Damit ist es eigentlich ein Angriff auf die Gesundheit. Da wir aber ein freiheitlicher Staat sind, würden wir das niemals verbieten. Ja? Aber wir müssen es nicht noch künstlich fördern, indem das öffentlich-rechtliche Fernsehen kostenlos riesige Berichterstattungen darüber macht. Das müsste verboten sein. Öffentlich-rechtliches Fernsehen muss daran gebunden sein, dass es nur noch über Gesundheitssportarten berichten. Jeder kann Fußball schauen, das muss aber dann bezahlt werden von den Kunden, die dann auch die Eintrittskarte beim Fußball schauen, denn dieser verletzungsintensive Sport darf nicht zusätzlich staatlich gefördert werden, ne? Sondern das muss dann jeder, genauso kann jemand Drachen fliegen und dabei abstürzen, Freiheitsrecht, ja? Aber das muss er alles selber bezahlen, ja? Und nicht die Gesellschaft bezahlen lassen dafür, ja? Auch für die Risiken nicht. Was halten Sie von dieser Überlegung? Ja, also um jetzt nochmal auf die Öffentlich-Rechtlichen zurückzukommen, ich finde es sehr wichtig, dass die Öffentlich-Rechtlichen eben jeden präsentieren. So, das heißt, das würde ja schon fast an staatlicher oder an öffentlicher Propaganda grenzen, wenn die nur noch über Sachen, die gesundheitsförderlich sind, berichten. Ja, jetzt ist eine ganz heiße Frage. Ich meine, die Professoren würden sich bei diesem Thema übrigens nicht festlegen. Das habe ich jetzt mal so gesagt. Ja. Aber die würden sagen, das müssen wir der demokratischen Diskussion in den Talkshows überlassen, ob sich dafür eine Mehrheit findet. Ja? Also so, ja. Das heißt, die sind ja in nichts festgelegt, sondern sie sagen nur, wir sollten mal darüber nachdenken, ob es wirklich gut ist, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen Boxen zu zeigen. Boxen, ja, wo ganz klar ist, oder American Football, wo ganz massive Gehirnschäden ganz bewiesenermaßen, wissenschaftlich bewiesenermaßen die Folge dieses Sportes sind. Ja? Müssen wir wirklich etwas fördern mit staatlichen Geldern,
niemandem wird verboten, sich zu boxen. Die privaten Fernsehsender können darüber so viel berichten, wie sie wollen, ja, und so weiter. Und sie können auch so viel Sky kaufen, wie sie wollen, und dort können sie eine Boxveranstaltung nach der anderen suchen. Aber doch nicht mit staatlichen Geldern etwas Krankmachendes fördern. Was halten Sie, ja? Ja, also ich verstehe, Boxen ist ja schon, oder eine eher, würde ich jetzt sagen, gefährlichere Sportart. Verständlich. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch überlegen, beispielsweise jetzt Leute, die sehr wenig oder nur keinen Sport machen. Ich kenne jetzt natürlich keine Zahlen, aber ich würde davon ausgehen, dass die Boxer mindestens genauso gesund sind wie, also wenn man die Verletzungen und so mit einrechnet. Ist aufs Gehirn, die sind fit, ja. Boxen ist angeblich sehr schön kreislaufbelastend, allerdings vielleicht sogar manchmal zu stark belastend. Wir wissen jetzt mittlerweile, ich muss ich selbst auch erfahren, ich war früher auch Höchstleistungssportler, habe also auch den Aufstieg in die erste Bundesliga und so weiter gespielt. Ich habe mir damals wohl einen kleinen Herzschaden zugezogen. Also Boxen ist eher auch so, die gehen beim Boxen auch leicht in eine Überbelastung. Boxen ist extrem. Das ist noch mal viel belastender als meine Sportart. Ja? Und die Zahl der Herzschäden und der Gehirnschäden, die dort entstehen, ist wahrscheinlich nicht zu vernachlässigen. Ja, aber da sollte man dann trotzdem noch sagen, wahrscheinlich immer noch besser als keinerlei Sport zu betreiben. Also keinerlei Sport zu machen, ist sicherlich noch schlechter für die Gesundheit, ja. Deswegen, ich finde Sport fördern allgemein eigentlich super. Und besonders eben auch, dass es so vieles gibt und dass nicht alles sicher sein muss, sehe ich auch so. Ich fahre selbst auch Mountainbike und das ist, also, ja, jetzt... Also jetzt auch nicht so super und so gefährliche Berge und was weiß ich was, aber das ist schon keine risikofreie Sportart und ich bin schon mehrere Male über den Lenker gegangen, aber das ist dann eben das, wo ich sage, in einer freiheitlichen Gesellschaft ist das eine Sache, womit man, die man eben dürfen muss und... Da sind wir uns auch einig. Aber wo die Professoren nur sagen würden, aber nachdenken sollten wir darüber, ob diesen Freiheitsspaß, den wir jedem gönnen, ob den dann auch die Gesellschaft versichern und bezahlen soll. Also was ist, wenn Sie sich schwer verletzen? Die Kosten davon, wenn Sie eine Zusatzversicherung abschließen, die Sie vielleicht 5 Euro im Jahr oder im Monat oder 10 Euro im Jahr kostet und diese Sportunfälle dann darüber abgerechnet werden, kein Problem. Da würde jetzt niemand ein Problem sehen. Das ist Ihr Freiheitsrecht. Sie dürfen sich auch aus der Sicht der Professoren dürfen Sie auch Selbstmord begehen, was ja in Deutschland strafbar ist oder untersagt ist, ja? Aber die Professoren denken so freiheitlich, dass sie sagen, nein, jeder Mensch soll mit seinem Leben machen, was er will. Selbstmord im Alter oder was auch immer, Freiheit über alles. Ja? Der Einzelne soll frei. Aber die Freiheit der anderen, das bezahlen zu sollen oder nicht bezahlen zu müssen, die sehen die Professoren eben auch wichtig. Ja, also das verstehe ich auch, das finde ich einen super Gedanken. Problem ist hier nur, man darf, dass man quasi nicht aus der Reihe tanzen darf. Man muss der Bürger sein, der auf Gesundheit achtet, etc. Und darf eben nicht aus der Reihe tanzen so eine gefährliche Sportart machen, weil die wird eben nicht finanziert und dafür muss man dann eben selbst aufkommen. Und ja, also auch wenn Sie jetzt Autorennfahrer werden wollten, dann würde Ihnen das niemand verbieten, nur würde es nicht mehr staatlich subventioniert werden und auch nicht mehr darüber berichtet werden, nicht in den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, solange es die noch gibt. Ja? Weil der Mensch ist nun mal auch ein Gruppentier. Und wenn ich zum Beispiel jeden Samstag eine Sportart wie Fußball zeige und da unheimlich viel, also ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen Milliarden ausgibt für die Fernsehrechte und dann auch das ganze Primborium der Berichterstattung, die Kameraaufstellung und so, das kostet ja alles ein Vermögen, ja?
Und wenn ich, dass ich dadurch natürlich einen Sog Richtung Fußball auslöse, in, anstatt in andere auch Spaß machen könnte, Sportarten, ja, zum Beispiel das Betetisch finde ich auch faszinierend. Da haben sie im Tennis, Squash, Badminton, sagt ihnen vielleicht was. Tennis, Squash, Badminton, Tischtennis. Da spielt man mit so einer Art Tischtennisschläger, so eine Art Tennis auf dem Badmintonfeld mit so einem Netz und so weiter. Ziemlich gesund, aber auch extrem, vielleicht sogar fast zu belastend. Das ist quasi wie so eine Tennis mit einem leichten Ball und leichten Schläger. Verletzungsrisiko ist wesentlich geringer als beim normalen Tennis. Und wenn darüber berichtet würde, würde ein Sog entstehen, dass die Leute, die jungen Leute würden sagen, ja, ich will diese neue Art Tennis spielen, die weniger verletzungsintensiv ist. Da spiele ich einmal mit links, einmal mit rechts. Das ist für den Körper auch gleich, führt nicht zu so schiefen Körpern. Ich habe auch so einen schiefen Körper, weil ich mit rechts Sport mache, ja, und so weiter. Das führt also zu allen möglichen gesünderen Eigenschaften. Und ja, da würde ich sagen, ja, also ein Staat darf seiner Bevölkerung fördern, wenn das eine demokratische Mehrheitsmeinung ist, in Richtung Sportförderung, Richtung Gesundheitssport. Und er darf sich entscheiden, dass für Formel 1, dass das privat finanziert sein muss und auch alle Versicherungen über private Zusatzversicherungen abgedeckt sein muss und dass der Staat und die Bevölkerung nicht sozusagen zum Beispiel, dass die Zusatzversicherung bei einem Autounfall beim Rennen einsteigt, beim privaten Autounfall wiederum die normale Krankenversicherung einsteigt. Und das finde ich fair. Ja, also das ist, man kann es fair nennen, aber, also es ist fair, aber die Frage ist, was machen wir mit Ihrem Mountainbike? Ja, möchte man das und möchte man wirklich sagen, dass es so ist? Aber ich verstehe das definitiv und in einigen Bereichen bin ich da völlig, völlig konform. Beispiel jetzt, wenn man sich überlegt, was die Krankenkasse bezahlt an, ich meine, Rauchen beispielsweise, aber auch Methoden, die überhaupt gar nicht wissenschaftlich gedeckt sind. Beispielsweise wie Homöopathie oder Osteopathie etc., wo vieles wissenschaftlich überhaupt gar nicht bewiesen ist, was aber trotzdem von den Kassen getragen wird. Weil die Mode gerade mal so ist, ja? Also das würde... Ganz, also Marketing der Krankenkassen, die Techniker-Krankenkasse hat ja selbst gesagt, Homöopathie ist in keiner Weise bewiesen. Ja, da gibt es einen ganz klaren wissenschaftlichen Standpunkt aus, auch dazu. Ich kann Ihnen mal sagen, was so der neueste wissenschaftliche Überlegung dazu ist. Homöopathie ist nachweislich nicht mehr als eine Placebo-Methode, hat aber dadurch den Vorteil, dass sie oft, solange es nicht um niedrigpotente Homöopathie, Sie wissen, dass die Niedrigpotenzen sehr toxisch sein können. Eine Niedrigpotenz von Cadmium kann schon massiv giftig sein. Ja? Also das heißt, solange da nicht niedrigpotente Sachen verschrieben werden, sondern nur die hochpotenten, bei denen am Ende kein Molekül mehr drin ist oder so, ja? Da handelt es sich um harmlose Placebos, die tatsächlich, und jetzt kommt das, tatsächlich, wenn man wissenschaftlich wirklich präzise untersuchen würde, tatsächlich oft weniger Schäden anrichten als schulmedizinische Medikamente, die oft durchgepeitscht wurden durch nicht ganz wissenschaftlich seriöse Studien. Sie wissen, dass Sie auch jede Studie finanzieren können und wenn sie entsprechend finanziert ist, auch dann als Betrugsforschung oder als Täuschung rüberkommt. Wir hatten hier an der Uni Köln einen Skandal mit Wissenschaftstäuschung und Wissenschaftsbetrug zuletzt. Da gab es eine ganz große Veranstaltung darüber an der Uni. Also das heißt, sind wir uns einig, also es würde dann in Zukunft weder Homöopathie noch irgendwas anderes bezahlt werden, sondern es würde wirklich objektiv gemessen, ob eine Sache, eine Maßnahme, das, was der Arzt tut im Durchschnitt, seinen 2000 Leuten eher gut tut und das bewiesenermaßen, oder ob es ihnen eher, deren Gesundheit eher schadet, weil er sie mit Medikamenten überschüttet und sie zu Tablettensüchtigen macht, weil er den alten Stil einfach beibehält und dann aufgrund dieser Multimedikation die Leute aus Grund der Wechselwirkung der Medikamente vielleicht sogar schneller sterben und häufiger sterben als andere. Man spricht ja sogar von iatrogenen Erkrankungen in der Forschung, also von durch Ärzte verursachten Krankheiten. Ja, also, ja, aber
da sind wir uns einig. Das heißt, ich denke, die Homöopathie würde wegfallen, da dieser Wettbewerbsvorteil, dass die Bürger sagen, ja, beim Homöopathen wird nicht so brutal an mich rangegangen, man hört mir länger zu und so weiter. Das macht in Zukunft der Hausarzt auch. In den Gruppenkursen, er spricht, die Leute sprechen miteinander, alle hören einander auch zu. Er macht im Zweifelsfall auch Hausbesuche und spricht mit den Leuten, mit einzelnen schwierigen Fällen und so weiter. Also dieses Zuhören wird in Zukunft nicht mehr gebraucht werden vom Homöopathen, sondern das macht in Zukunft der Hausarzt, weil er völlig freie Hand hat, was er sinnvoll findet. Jetzt als nächstes, mache ich heute Abend einen Kurs oder besuche ich jemanden zu Hause, der ein schwieriges Problem hat und rede mit dem mal 3 Stunden von Mensch zu Mensch. Ja? Und dann brauchen Sie keine Homöopathie mehr. Ja, also definitiv, damit würde man der Schulmedizin auch den Vorteil geben, den die Homöopathie halt genauso, wie Sie gesagt haben, beziehungsweise den Homöopathen haben. Also ich möchte eben nochmal sagen, ich finde die Idee schon gut, aber trotzdem überaus schwierig umzusetzen. Daran haben die Professoren 51 Jahre geforscht, weil das so schwierig war. Ja? Sonst, die sind zufällig zeitgleich mit Greta Thunberg an die Öffentlichkeit gegangen. Zufällig, zeitgleich. Keiner wusste voneinander. Greta Thunberg war ja am 20. August letzten Jahres noch völlig unbekannt. Genauso die Professoren, über die gab es dann viele Presseberichte und so weiter. Aber die Professoren haben es alleine nicht geschafft, in die Oberliga zu kommen, also nur die Oberliga entscheidet. Wenn so die mittleren Medien, wenn so eine größte Wirtschaftsmagazin Österreichs berichtet oder so, ein Interview macht mit dem Professor, interessiert sich kein Mensch für. Ja? Sie müssen heutzutage in die Tagesschau kommen, in die Tagesthemen, in Heute-Journal, in die Talkshows, sonst finden sie gar nicht statt. Ne? Und von daher aber nochmal zu Ihrem Punkt, also konnte ich sie ein bisschen überzeugen, dass die Professoren sich schon viel Gedanken gemacht haben und dass sie solch eine schwierige Reform hinkriegen, dass man den Eindruck hat, das Ganze ist sehr durchdacht? Also es ist auf jeden Fall durchdacht. Und ich denke auch, eine Reform ist nötig. Man muss schauen, was kann man umsetzen und wie kann man das am besten umsetzen. Und also nochmal zu dem Punkt, sie ist nötig. Da darf ich Ihnen sagen, dass die neueste Forschung, da kann ich Ihnen vielleicht das allerneueste Element der Spitzenforschung kurz nennen. Haben Sie den Begriff, kennen Sie bestimmt, Evolutionsbiologie? Ja? Man hat herausgefunden, dass unser System deswegen unbedingt geändert werden muss, weil es eine versteckte Gefahr gibt, die wir völlig unterschätzt haben bis jetzt. Also auch eine Frau Merkel, die als Physikerin sagt, soziale Marktwirtschaft ist gut, unterschätzt diesen Faktor. Und zwar hat man festgestellt, dass wenn zum Beispiel, es gibt mittlerweile Hinweise aus der Paläoanthropologie, Professor Friedemann Schrenk und so weiter, dass zum Beispiel das Schamanentum, also quasi der Vorläufer der modernen Schulmedizin, etwa schon 170.000 Jahre alt sein könnte. Dass also die Evolution viel früher schon gelaufen ist in Richtung der Moderne, als wir denken. Was schätzen Sie zum Beispiel, wie alt die Erfindung des Tauschhandels sein könnte? Nur mal so eine Zwischenfrage. Ja, also eigentlich so alt wie der Mensch, würde ich sagen, fast. Ja, also 400.000 Jahre zu Zeiten des späten Homo erectus geben die Professoren mittlerweile an, dass da wohl die erste Tauschaktion stattgefunden hat, aus der dann natürlich irgendwann relativ bald dann der Tauschhandel entstanden ist, ja, als Erfindung der Menschheit. Ja. Also schon sehr alt. Aber jetzt noch mal zurück zu dem Punkt mit dem, ich wollte jetzt ja sagen, 170.000 Jahre Schamanismus. Und jetzt, warum ist das so gefährlich? Weil wenn Sie die Belohnungen ausschütten, unabhängig von der Messung der Wirkung einer Sache, ja, dann birgt das die Gefahr, dass zum Beispiel vor 170.000 Jahren ein Irrtumsmem sich gebildet haben können. Mem, Gen. Mem von Memory, Verhaltenssteuernde. Also die gesamte Psychologie ist mittlerweile drin in der Biologie, unter dem Kunstwort Mem. Also Gene, Meme, Evolution, memetisch-genetische Evolutionstheorie. Ja? Und
Wenn so ein Irrtum, also ein Irrtumsmeme im Gedankengebäude, vor 170.000 Jahren entwickelt wurde und das zufällig dazu führte, dass die Leute nicht typischerweise gesünder gelebt haben danach, sondern aufgrund dieser Maßnahme eher häufiger zu Dauerkunden wurden eines Schamanen, ja, und häufiger wiederholungskrank wurden. Wir sprechen heute von starken Nebenwirkungen, die wieder solche dann zur Folge haben, dass sie dann wieder die Nebenwirkungen behandlungsbedürftig werden und so weiter. Dass solche Irrtümer gerade deswegen nie mehr hinterfragt werden, weil sie einen wirtschaftlichen Erfolg gebracht haben. Und dann kann es sein, dass einige Generationen später der Schüler des Schamanen auch wieder ein neues Irrtumsmeme evoluiert. Ja, zufällig, weil Mutation und Selektion, also Mutation bedeutet, der eine entwickelt einen Irrtum, der andere eine Wahrheit, der eine wieder ein Irrtum, der eine wird eine Wahrheit. Und dieses zufällige Mutieren, daran greift ja die Selektion an. Und wenn aber zufälligerweise und typischerweise die Irrtümer, die mehr wirtschaftlichen Erfolg bringen, sozusagen dann sich anhäufen, was zu erwarten ist unter Evolutionsbedingungen, dann kann es sein, dass das heutige schulmedizinische Gebäude aus vielen einzelnen Irrtümern bestehen könnte, die einfach Geld bringen und Umsatz bringen, aber erstaunlich wenig Gesundheitswirkung entfalten, ja? Und das macht die Dringlichkeit der Reformen so nötig. Und das ist der Grund, warum die Professoren sagen, in allen gesellschaftlichen Bereichen haben wir jetzt 400.000 Jahre es darauf ankommen gelassen, zum Beispiel, dass ein Waffenhändler vielleicht Wege gefunden hat, Kriege zu provozieren und mit zu begünstigen und zu fördern und dann am Ende belohnt wurde durch intensivere Waffenverkäufe. Das dürfen wir nicht mehr zulassen. Wir müssen überall setzen. Ein Rüstungskonzern ist ein Friedenssicherungskonzern. Und er muss die besten Gewinne ausgeschüttet bekommen, wenn es weniger Kriege gibt, weniger Kriegstote in der Welt gibt und in Deutschland sicher ist und in Deutschland keine militärisch verletzten Personen zustande kommen und so weiter. Das müssen klare Messgrößen sein und daran müssen die Gewinne gekoppelt sein. Und das ist deswegen so wichtig, weil wir davon ausgehen müssen, dass die Kriege, die wir ja noch in guter Erinnerung haben, ja, Zweiter Weltkrieg, Erster Weltkrieg und so weiter, mit 60 Millionen Toten, Zweiter Weltkrieg und so viele Millionen Toten und so weiter, dass wir müssen befürchten, dass die Waffenindustrie oft einen aktiven, fördernden Beitrag daran geleistet hat, wenn auch vielleicht nur manchmal völlig unbewusst und völlig ohne böse Absichten, einfach weil Irrtumsmeme, wissen Sie, also ein Irrtumsmeme bedeutet ja, dass jemand wirklich denkt, er hätte eine Wahrheit, ja, und würde diese anbieten. Also konnte ich verständlich machen, dass die Professoren sagen, wir müssen reformieren. Wir können es auf keinen Fall so lassen. Ja, also schon. Also das, was Sie sagen, ergibt auf jeden Fall Sinn, aber das sagen ja auch eben andere Leute, jetzt nicht unbedingt nur diese Professoren, die Sie nennen. Aber es ist, denke ich, vielen klar, dass irgendwas falsch läuft. Genau, und das ist, und die Professoren haben damit den entscheidenden Punkt gefunden, was wirklich falsch läuft. Nämlich zum Beispiel, ich mache jetzt ein Beispiel Lehrer. Wenn der Lehrer den Eid ablegt, ich weiß nicht, ob der Lehrer das so offiziell macht, also Sie wissen, der Arzt legt einen Eid ab, den hippokratischen Eid, aber der Richter legt sicherlich auch einen Eid ab gegenüber dem Volk, die Bundeskanzlerin legt einen Eid ab, aber auch, ich denke, auch ein Lehrer legt so eine Art Berufseid ab, dass er den Kindern helfen würde. Aber in Wirklichkeit haben wir uns den Luxus geleistet, dass wir nie wissenschaftlich rangegangen sind mit ganz komplizierten Verfahren wie Faktorenanalyse und anderen Verfahren, mit denen es möglich ist, zu festzustellen, Sie haben in Ihrem Leben, wie viele Lehrer haben Sie gehabt? 100, 50, 30? Ja? 30. In Ihrem gesamten Laufbahn, ja. Und man kann nämlich wissenschaftlich mittlerweile tatsächlich ausrechnen, welcher von den Lehrern eigentlich mitgeholfen hat, dass sie, wenn sie jetzt irgendwann in den Beruf gehen und dann vielleicht einen gut bezahlten Job haben und so weiter, dass sie angeregt wurden, kreativ zu sein, innovativ, wenn sie dann zum Beispiel Unternehmer werden, weil sie selbst das neue iPhone erfinden, ja, oder so. Dann kriegen die Lehrer, die nachweislich sie eher gefördert haben, im Durchschnitt, durchschnittsweise
ihre Schüler generell mehr fördern, ja, kriegen dann auch ein höheres Honorar, besseres Gehalt, einen besseren Platz in der Lehrerrangliste und jeder will in der Rangliste immer oben stehen, ja, und so weiter. Da hat jeder so einen gewissen persönlichen Ehrgeiz. Und verstehen Sie diese Grundidee, nicht den Eiden zu vertrauen, sondern einfach mal zu messen, was wirklich jemand tut als Ergebnis, ja? Das ist der neue Gedanke. Und da sagen die Professoren, das muss sein, weil wir sonst die Missstände immer größer zu werden drohen. Ja, also ich denke, wenn man das mit wissenschaftlichen Methoden messen kann, ist es sinnvoll, das mal zu machen. Und vielleicht kann man ja so eine Art Pilotprojekt mal starten oder so. Ich meine, ich weiß, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, ob das auf großem Maßstab wirklich so funktionieren würde. Vielleicht müsste man das mal in einer Stadt zum Beispiel dieses neue Gesundheitssystem erproben. Die Wissenschaftler sind natürlich für jedes wissenschaftliche Experiment zu haben. Denn es ist klar, zum Beispiel eine Gesellschaft vor 100.000 Jahren, die hatte diese Chance gar nicht, weil sie gar nicht in der Lage war zu wissen, was Statistik ist, wie man jetzt die Wirkung eines Schamanen auf eine Gruppe misst, ja? Oder eines Lebensmittelhändlers, der vielleicht anfängt, die Kinder mit schon ersten Süßwaren zu verführen und so weiter. Ja? Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was das für eine Entwicklung war, als so 1600, 1500 die ersten Süßwaren am französischen Königshof aufgetaucht sind. Da faulten den Frauen und Männern die Zähne schwarz weg und die Fächer, die da gewedelt wurden, die waren dazu da, den Gestank der verwesenden Zähne wegzuwedeln. Es war also ganz schrecklich, aber das heißt also, wir haben das Glück, dass wir jetzt mit unserer Wissenschaft und mit unserem wissenschaftlichen Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden in der Lage sind, auch täuschungsfreie Forschung hinzukriegen, ja, und Daten wirklich erfassen zu können, sauber und mit Datenschutz und mit Kontrolle und so weiter. Es ist nämlich nicht zwangsläufig so, dass immer jede Studie gekauft sein muss und bezahlt sein muss und dann getürkt ist und so weiter. Das ist kein Naturgesetz. Wir können auch präzise Forschung. Wir wissen darüber, wir wissen heute so viel über Täuschung in der Wissenschaft, dass wir auch wissen, wie wir das verhindern können, ne? Also also von daher, unser Gespräch ist ja dazu da, dass Sie alle Einwände auch vorbringen können, ja, zum Beispiel mit anderen Leuten, mit denen ich spreche, die haben gesagt, nein, das ist mir zu viel Markt, das ist mir zu viel Wettbewerb. Ich bin linksorientiert, haben manche Leute gesagt, und ich will, dass wir eine wettbewerbsfreie Gesellschaft werden. Das ist aber nicht ein Argument von Ihnen, ne? Nee. Also Markt widerstrebt Ihnen nicht, Wettbewerb, dann ist ja quasi... Meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig und der freie Markt ist wirklich eins der wichtigsten Güter, was wir haben. Ja. Ich meine, ich verstehe den Gedanken schon, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, eben die Leute, die Lehrer, die Ärzte, die am besten sind, sollten dafür auch belohnt werden. Das ist dann einfach das Leistungsprinzip. Und das ist eben der Unterschied, wie wenn ich jetzt mit jemandem Linksradikalen gesprochen hätte, der hätte jetzt ganz anders argumentiert, aber wir sind uns einig. Die Wissenschaftler sagen, wir brauchen zur Erzeugung von Höchstleistungen in unserer Gesellschaft zum Beispiel Innovationen, die neue Arbeitsplätze schaffen, ja? Denn eigentlich sind es ja immer nur irgendwelche denken Sie an Steve Jobs, wenn er nicht zufällig irgendwie mit seinen Kollegen zusammen das iPhone erfunden hätte, gäbe es bestimmte Arbeitsplätze in den USA jetzt nicht. Ne? Die wären jetzt woanders, die wären in China oder die wären, ja, und so weiter. Also das heißt, dieses Grundprinzip, dass wir eigentlich mehr, die Professoren sagen, wir brauchen sogar mehr Wettbewerb als bisher, weil Wettbewerb und der muss entspannt sein, der muss fair sein, aber so ein spaßmachender Wettbewerb im Sport zum Beispiel, dass ich gucke, dass ich im Sport in der Rangliste vielleicht einen Platz vorrücke oder so, das will ich dann auch im Berufsleben. Sowas ist für eine wirksame Gesellschaft unumgänglich und ist schön, dass wir uns da einig sind, dass Markt und Wettbewerb etwas sind, was wir auf keinen Fall abschaffen dürfen, sondern eigentlich nur ein bisschen lenken, dass wir wollen, guter Markt ist das Stichwort der Professoren, guter Markt bedeutet, der Arzt wird daran gemessen, ob er mir besser hilft, als sein Kollege nebenan, seinen Leuten hilft. Und da soll Wettbewerb stattfinden, aber nicht Wettbewerb darin, wer mir die meisten Tabletten verkauft. Ja? Können wir es abschließend so sagen? Sie haben den neuen Satz kennengelernt. Würden Sie sagen, es ist ein Ansatz, der in allen Medien und in der gesamten Welt diskutiert werden sollte?
Also diskutieren sollte man definitiv alles. Ich finde es auf jeden Fall einen interessanten Ansatz und definitiv diskussionswürdig. Ja. Genau, und dann letzter Satz dazu, stellen Sie sich vor, hier würde jetzt Greta Thunberg stehen und da vielleicht Kanzlerin Merkel draußen, um uns rum wahrscheinlich 30 Journalisten, ja. Und Greta würde jetzt nur einen Satz sagen, lasst uns doch mal weltweit in jeder Talkshow diskutieren, ob das dritte System der zweiten Scientists for Future für uns deswegen ein Durchbruch ist, weil die haben uns versprochen, wenn ich sie in die Medien bringe, als Greta, dass sie uns dann in Deutschland 900 Milliarden abzweigen von diesem großen Wirtschaftswunder, das dadurch erzielt wird und so ein bisschen damit unsere Klimaziele fördern. Was ja sonst marktwirtschaftlich so eine Sache ist, ob das so klug ist. Ja? Aber wenn wir so ein Wirtschaftswunder, das hatte ich noch vergessen zu sagen, durch all diese Reformen kommt das auch zu einer Art Wirtschaftswunder. Und zwar nicht zu knapp. Weil es werden viele Gelder eingespart langfristig. Stellen Sie sich vor, wenn zum Beispiel wie Professor Michaela Döll sagt, durch eine Ernährungsumstellung, dass gesundere Ernährung in Deutschland Standard wird, ja, können wir etwa 50% aller Krebserkrankungen und das gesamte Kostenvolumen davon einsparen. Ja? Also das heißt, wir machen dann auch in allen Bereichen volkswirtschaftliche Gewinne. Müssen natürlich der Pharmaindustrie helfen, diese Transformation zu schaffen. Weil für die bedeutet es ja, dass sie für den deutschen Markt sich umstellen müssen auf Gesundheitsförderung. Ne? Und da helfen wir ihnen finanziell, ganz großzügig. Wir wollen ja nicht, dass wir deutsche Firmen kaputt machen. Ja? Aber wir helfen ihnen bei der Transformation und entlassen sie dann, wenn ihnen geholfen ist, in den freien Markt. Ja? Der Gesundheitsförderung für Deutschland. Aber dieser Ansatz, aber wenn Sie sich vorstellen, Greta würde diesen Satz sagen, dann wären wir doch mitten in der Diskussion. Denn die Professoren sagen, alleine kommen wir nicht in die Medien. Anscheinend herrscht ein heutiges Mediennaturgesetz. Nur wer prominent ist, auf den fliegen die Journalisten. Ne? Und mit der Greta zusammen würde das gehen. Deswegen auch dieses Schild, weil wir als zweite Scientists for Future ja gesagt haben, ja, Greta, wir bieten dir einen Deal an, 900 Milliarden hier für Deutschland, fürs Klima, Code Stopp 26, aber bitteschön, dafür müsste das Ganze natürlich ins Laufen kommen, denn ohne Reformen können wir diese Gelder nicht erwirtschaften und dann können wir diese Gelder auch nicht mit Frau Merkel zum Beispiel vereinbaren, dass die Gelder ins Klima gehen. Was halten Sie von diesem aus meiner Sicht realpolitisch vernünftigen Ansatz, die Medien mit ins Boot zu holen über Greta und über Fridays for Future? Ja, dazu kann ich nicht so wirklich was sagen. Also das in die Medien zu holen ist eine gute Idee. Über Greta, ich meine, die Medien stürzen sich immer auf sie. Ich erlebe das selbst. Zum Beispiel gerade war ich letzten Freitag bei der Fridays for Future Demonstration. Ich habe also keinen Journalisten sonst außer mir dort gesehen. Ja? Da ist also schon nichts mehr los manchmal oder oft schon. Während bei Greta sehe ich da ganze Schwärme von Journalisten, die sie belagern. Und leider ist es so, also wenn sie kommen, wenn ich anrufe, hier Bundesministerin XY, AD und so weiter und über 30 Professoren und so, zweite Scientists for Future, Initiative Weltrat und so weiter. Ja, da sagen die, oh Scheiße, ist aber nichts passiert. Ne? Da sagen die dann, ja schön, dass sie anrufen, aber im Hinterkopf denken die, ja, wenn Arnold Schwarzenegger bei ihnen dabei wäre, würden wir sofort kommen. Ja? Also das heißt, wir sind eine Medien, also die Medien sind geeicht auf Promis. Und bei uns, unsere Professoren sind keine Promis, also müssen wir taktisch mit Greta kooperieren. Vielleicht das dazu Ihre abschließende Meinung zu. Ja, wenn Sie das können, dann versuchen Sie es. Warum nicht? Ja. Wir versuchen es. Und ich kann Sie nur bitten, selbst vielleicht auch die Informationen zu teilen. Ich sage Ihnen ja gleich, wo Sie den Zugang im Internet finden. Ich wäre super, wenn Sie auch mitwirken, dass wir in diese Diskussion kommen. Das bedeutet ja nicht, dass dieses dritte System der zweiten Scientists for Future 2 deswegen Realität wird, sondern dass es erstmal als dritte Möglichkeit in der Diskussion landet, wo es endlich hingehört. Ne? Und ja, deswegen bitte ich Sie, vielleicht können Sie uns auch so ein bisschen helfen, Facebook teilen und so weiter. Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Dann danke. Ja?